Wir haben heute drei Websites, die wir uns angucken. Mal schauen, ob wir das schaffen. Merle, Prognose, schaffen wir drei heute? Wir verquasseln uns manchmal Ja, gerne. das ist meistens liegt das ja an mir, ne? Aber die dritte, die wird dann das nächste Mal gemacht. Ja, also seid nicht traurig. Wir hatten auch, glaube ich, die Frage neulich, ob man informiert wird, wenn die Website durchgenommen wird. Nein, das schaffen wir irgendwie nicht. Also wir machen das auch relativ spontan. Wir haben die Seiten vorher überhaupt noch nicht gesehen. Manchmal greifen wir auch Sachen auf, die uns ja, Spanisch vorkommen oder auch Persisch. Zum Beispiel letztes Mal haben wir eine sehr schöne persische Seite oder Persisch-Reisen-Seite gesehen. Falls ihr heute dabei seid, guckt euch einfach die Aufzeichnung an vom letzten Mal, wenn ihr denkt, dass da eure Seite dabei war. Das steht eigentlich auch in den Videobeschreibungen bei YouTube. Also dieses YouTube kennt ihr. Einfach da mal nach Widgeted Academy gucken nach der Sprechstunde. Da findet ihr eigentlich. Haben wir jede Seite, also Sendung aufgezeichnet, Merle, oder haben wir mal eine ausgelassen? Nee, bisher haben wir jede aufgezeichnet. Krass. Damals noch komplett über Zoom. Inzwischen haben wir ja das Studio und ne, ein bisschen anderes Setting. Aber ja, alles ist online. Das ist ja die Zukunft, ne? Dieses Online. Und Online-Marketing ist auch unser Stichwort. Wir machen Online-Marketing-Side-Klinik. Aber bevor wir wirklich damit loslegen, und das tut mir jetzt in der Seele weh, Merle, habe ich natürlich nicht dran gedacht, aber ist mit den Zoll- und Beschränkungen nach den USA hin schwierig, auch Bier zu versenden. Ich weiß nicht, was ihr in Kalifornien so trinkt. Ich trinke jetzt ein Hamburger. Hier, nämlich von der Kehrwieder Brauerei, eine sehr, sehr tolle Brauerei von Oliver Wesselow und seiner Frau Julia. Er ist mal Biersommelier-Weltmeister gewesen und die haben immer wieder neue Sorten. Das ist allerdings jetzt ein Bier, was es schon mal gab: das Dominica Double Dry Hopped Pale Ale. Und das mache ich mal auf. Pale Ale Klassiker ist ein helles, obergäriges Bier, das hat hier 4,7% Alkohol. Man sieht, dass es eine wunderbare Farbe hat. Double Dry Hopped heißt einfach nur, dass es eine Kalthopfung bekommen hat, zweifach, deswegen Double. Und ich muss mal kurz nachlesen. Die verschiedenen Hopfensorten sind hier drin. Wir haben Mosaic, Citra, Callista, Simcoe, Cascade und Centennial. Also eine ziemliche Dröhnung. Und das riecht man auch. Ne? Schade, dass man das per Video nicht übertragen kann. Das riecht bombenmäßig tropisch, bisschen zitruslastig. Prost. Prost, bei mir gibt es heute mal einen Kaffee. Auch nicht schlecht. Ist ja um 17 Uhr, ist ja noch genau der Scheidepunkt sozusagen zwischen Kaffee und Bier. Ne? Genau. Für mich gibt es ja eigentlich auch nur diese beiden Getränke, wobei mein Qualitätsbewusstsein beim Bier deutlich höher angesiedelt ist. Bist du Kaffee-Nerd eigentlich, Merle? Ich habe eine Siebträgermaschine, ne? Also ich mache mir das richtig mit Schaum und ein bisschen Latte Art kann ich auch. Eieiei. Aber Nerd würde ich nicht sagen. Nee. Also du machst nicht, gibt doch diese Kaffeebohnen, die schon mal durch den Verdauungstrakt von irgendwelchen Meerkatzen gegangen sind. Ja, brauche ich nicht. Braucht man nicht, ne? Ist auch teuer. Wollen wir mal zur Tat Hauptsache, das schreiten. schmeckt. Ja, Hauptsache, also bei mir ist tatsächlich Kaffee trinken eher Wirkung, Bier ist eher Geschmack. Da nehme ich die Wirkung dann billigend in Kauf. Da lachen immer alle, aber es ist wirklich, ich mag einfach Bier trinken und ja, da ist halt Alkohol drin, das ist immer so, kann man nicht ändern. Aber es gibt auch schon leckere alkoholfreie. Das stimmt. Übrigens, danke für das Stichwort, die Kehrwieder Kreativbrauerei macht eines dieser wunderbaren alkoholfreien Craft-Biere, ein alkoholfreies IPA. Über normal Null heißt das. Also wenn ihr das bekommt und mal fahren müsst, ist eine Empfehlung. Jetzt machen wir mal los, ne? Lass loslegen. Lass mal loslegen. Womit Wenn wollen wir wir denn drei schaffen anfangen? wollen, dann Ja, müssen wenn wir drei wir schaffen Gas müssen, geben. dann müssen wir echt jetzt schon hier Gas geben. Ich habe jetzt mal die erste Aufgabe, sind so in der Chronologie eingereicht worden. Volkmer-immobilien.de. Ich bin erstmal ein bisschen erschlagen, ehrlich gesagt. Wir haben einen Kopfbereich, in der eine Animation steht. Dann haben wir die Navigation. Dann haben wir Bilder. Dann haben wir rechts Icons. Habe ich eine Zoom-Stufe drin? Oder?
Merle, deine jungen Augen, können die die Telefonnummer erkennen? Nein, aber ich muss sagen, dass mein Bild auch sehr unscharf gerade ist. Hier nach Hollywood kommt das nicht gut an. Ah, das deutsche Internet ist in Hollywood nicht, das sendet nicht ordentlich, ne? Nee. Ja, also, das Bild war doch ja so, finde ich ganz schön, aber der erste Eindruck ist ziemlich wild, muss ich sagen. Und ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, wo ich hinklicken soll. Mhm. Ich scroll einfach mal. Oh. Das war's schon? Ich scroll jetzt weiter, aber hier steht was von Impressum und Datenschutz. Es scheint das Ende der Seite zu sein. Mein erster Tipp wäre jetzt so ein bisschen entzerren und ein bisschen auflockern und einfach ein bisschen nochmal 2, 3 Screengrößen nach unten verlängern. Und ein bisschen Text darf es auch bekommen. Ja, das ist ja genau deine Domäne, ne? Also einen schönen Keyword-gespickten Text. Ich sehe auch keine Überschrift. Also weißt du, diese eine Überschrift. Herzlich willkommen, ne? Der Standard. Ich sehe Zoom-Effekte. Ich sehe Verlinkung. Ich sehe sogar ein Video mit Erklär... Oh, mein Ton aus. So ein Erklärfilm. Ganz ehrlich, mach das doch mal groß da. Also pack das doch mal groß auf die Seite. Ja, die Frage ist aber auch, worum geht es jetzt gerade in dem Video? Also es sei jetzt nicht... Weiß ich nicht. Also es sieht jetzt nicht für die produziert aus. Ich höre mich gerade doppelt. Hm. Sondern wie ein allgemeines Video. Und dann weiß ich nicht, ob es so eine Relevanz hat, auf der Startseite präsent zu sein. Hm. Also sonst ist Video-Content auf der Startseite natürlich schlau, weil es die Aufenthaltsdauer ein bisschen erhöht. Nebeneffekt kann, je nachdem wie es eingebettet ist, kann natürlich sein, dass man damit ziemlich viel Ladezeit produziert und PageSpeed negativ beeinflusst mit so einem Videoinhalt. Ja, aber ich hätte ich jetzt nicht genau hingeguckt, hätte ich gar nicht erkannt, dass da ein Video ist. Genauso wie mit Telefonnummern hier, das ist alles super klein. Mhm. Was mich aber jetzt, wo ich das gerade mal genauer hinschaue, was mich also überrascht, ist die Postleitzahl. 19258. Wieso überrascht dich das? Naja, dass Leute außerhalb der 2 bei uns anklopfen, ist schon eher selten. Ach, stimmt. PRZ-Bereich 2 ist ja hier unsere, das ist quasi unser Hut. Und 19, das muss ich jetzt gerade mal, oder mal gucken, vielleicht ist das ja auf der Seite drauf, unter Kontakt. Wo ist denn dieses Beutzenburg? Naja, das ist schon ziemlich im Norden, ne? Ja. Hier ist eine Google Map eingebettet. Kennst du gute Alternativen zu Google Maps? Ja, die OpenStreetMap gibt es natürlich, ne? Sieht man relativ selten, finde ich, eingebettet. Hier von, steht glaube ich noch immer Nokia dahinter, oder? Noch mehr? Kartendienste? Ja, eigentlich ist es Google Maps immer, aber wenn man so ein bisschen Datenschutz bedenken möchte und auch keine Lust auf so einen Cookie-Banner hat, dann ist es eigentlich OpenStreetMap, ne? Die Alternative. Mhm. Apropos, Cookie-Banner war gar nicht da, ne? Hast du eins gekriegt? Nee. Dann wollte ich mir nochmal angucken, wo ist denn das Video abgelegt? Okay, das Video ist tatsächlich als MP4 hochgeladen und nicht irgendwie ja, wir haben hier eine klassische WordPress mit Elementor Seite. Die würde ich gleich gerne mal durch einen PageSpeed Insight jagen. Aber wir waren gerade bei Kontakt, wir waren bei Beutzenburg. Hier ist jetzt mal Kontakt auch möglich, ne? Also
ja. Leserliche Schriftgröße, Kontaktformular, Karte. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, da will jemand Höhe sparen. Auf den Unterseiten auch. Meinst du, die Seite ist eher für mobil optimiert? Gute Frage, Merle. Gucken wir uns das mal an. Oh, ich kann nicht auf die Startseite, wenn ich aufs Logo klicke. Ungewöhnlich. Ich kann hier gar nichts mehr klicken. Warte mal, ich mal Start. Also, auch so ein Klassiker, ne? Man sollte glauben, nach 16 Folgen sieht man sowas nicht mehr, aber ich einen Start in der Hauptnavigation und das Logo nicht verlinkt, das ist schon nicht so geil. Ja, aber lieber dann ein Star, wenn das Logo nicht verlinkt ist. 1-0 für dich. Ja. Wie stehst du zu diesen wir verkaufen, wir bauen? Nee, Blödsinn. Wir kaufen, wir vermieten? Das ist ja, also aus SEO-Sicht total unsinnig, weil wir brauchen die Keywords, ne? Mhm. Und die müssen in der Navigation stehen. Auch wenn wir mal raufklicken, dann ändert sich die URL oben. Mhm. Und die URL ist auch ein Ranking-Kriterium. Also wenn da die Keywords drin stehen, ist super. Aber da steht jetzt auch einfach, wir kaufen, wenn man mal klickt. Mhm. Ja, funktioniert nicht gut. Für die Nutzerführung, ja, funktioniert es. Ne? Man weiß, wo man hin möchte, welches Bedürfnis man hat und kann dann dahin navigieren. Ja, aber niemand sucht nach wir kaufen, sondern nee. Ich suche ja jemanden, der für mich verkauft. Ja. Fällt mir nur gerade ins Auge, kleine Spitzfindigkeit. Entscheidet euch einfach, wie ihr E-Mail schreiben wollt, am besten richtig. E-Mail ist großes E, Bindestrich, großes M und dann AIL. Wenn man Bindestrich weglässt, dann ist es E-Mail, das ist Schmelzglas oder halt Englisch. Diese Schreibweise ist interessanterweise selten aufzufinden. Ich denke mal, das ist einfach ein Tippfehler. Aber es fällt halt schon ins Auge, ne? Wenn man es einmal auf der gleichen Seite in unmittelbarer Nähe so und dann mal so schreibt. Ich weiß gar nicht, ist das sehr relevant? Unterschiedliche Schreibweisen? Hat Google, habe ich mal irgendwann gelesen, hat Google so einen Rechtschreibfimmel, so wie ich? Ja. Also es ist inzwischen egal, wie man die Worte schreibt, also natürlich nach deutscher Rechtschreibung so, mhm. Aber wir müssen jetzt nicht anfangen, unterschiedliche Geschlechter zu schreiben oder irgendwie sonstige Varianten, weil das kann Google schon interpretieren. Ja, also Synonyme, ne? Das ist ja so ein Klassiker gewesen, dass man sagt, wir verkaufen Ihre Immobilie, Haus, Objekt, Gebäude, und das so stuffing-mäßig alle verschiedenen Schreibvarianten und dann möglicherweise nochmal Immobilien mit einem M und so. Das ist, glaube ich, eher negativ bewertet, ne? Wenn man ja, so das ist viele, inzwischen vorbei. Ja. Also Google hat sich dadurch die Intelligenz, die dahinter ist, schon echt ein gutes Portfolio aufgebaut, kann die Dinge lesen, interpretieren, also wirklich auch geschriebenen Satz interpretieren und das finde ich schon krass. Und demnach brauchen wir nicht unterschiedliche Schreibweisen. Ja. Gut. Hier kommt jetzt dann auf einmal der Cookie-Hinweis. Hier bin ich aber auch schwupp auf einer anderen Seite gelandet. Finde ich ganz problematisch aus Sicht der User Experience, wenn ich in einer Hauptnavigation bin und dann einen Klick mache auf Kapitalanlagen. Ich bleibe im gleichen Tab. Ich bin komplett woanders gelandet. Ich bin unter einer anderen Domain. Ich habe eine andere Navigation. Ich habe ein anderes Layout. Das finde ich ganz problematisch. Und ich komme ja auch nicht mehr zurück wahrscheinlich. Ne? Also wenn ich jetzt Home mache, doch, dann geht wieder ein Tab auf. Also okay, der Weg zurück funktioniert, aber der Weg von der volkmarimmobilien.de zur volkmarimmobilien.club, der ist ein bisschen verwirrend und ich würde auch immer eine Unterseite bauen und von dort aus dann den externen Link oder den Link, der sich in einem neuen Tab öffnet, auf eine neue
Microsite oder Unterseite, die unter einer anderen Domain liegt. Finde ich viel aufgeräumter hier, das Layout übrigens. Ja, total. Mir ist gerade noch was aufgefallen. Ja, soll ich mal? Haha, ich hatte gerade die Seite mobil geöffnet. Ach, stimmt, da waren wir von abgekommen. Und von der Startseite ist eine Kachel, die heißt Kapitalanlagen. Also genauso benannt wie die Navigation oder der Navigationspunkt, auf dem du gerade warst. Und guck mal da. Passiert nichts. Doch, passiert Lehrer was. Geht man auf Kapital. Null, null, zero. Ja. Ja. Also falsch verlinkt wahrscheinlich. Falsch verlinkt oder also verlinkt, aber nicht mit Inhalt gefüllt. Und hier genau an dieser Stelle Kapitalanlagen, bisschen Content und dann den Link rüber zu der Volkmar Immobilien Vermögensseite. Ja, man denkt, man hat was kaputt gemacht, ne? Wenn man sowas anklickt. PageSpeed. Lass mal, ich mach mal kurz die PageSpeed Insights. Die sind ja, das muss ich mal in meinen Bookmarks aktualisieren, die sind ja jetzt unter pagespeed.web.dev und ich glaube, unter web.dev gibt es eine ganze Batterie von Dingen für Webentwicklung. Kommt aber noch weiterhin von Google, ne? Sieht man nicht mehr so genau, also typografisch und die ganze Aufmachung und da unten ist dann auch das Google Developers Logo. Aber ich weiß nicht, wie lange ist denn das schon so? Mir ist das neulich erst aufgefallen. Das ist neu. Das ist ja fresh, ne? Also nicht genau. Schon ein halbes Jahr. Schon Schreck gekriegt, dass ich das vielleicht verpasst habe. Also ich bin ja nicht so viel im Internet, Merle. Das ist ja, nee, du, ist das ja auch so anstrengend immer. Dieses und dann immer Seiten angucken und immer das dem Grauen ins Gesicht schauen, dass ich entziehe mich zunehmend und bin lieber im Garten. Ne? Ja. Aber dafür sind wir doch einmal im Monat da, ja, um hier ja. mehr Qualität reinzubringen. Ist auch jedes Mal ein Angang für mich. Also nicht deinetwegen, aber so wegen Internet einfach. Habe ich erzählt, dass mein Holzhäcksler nicht funktioniert? Oh nein. Oh, ich habe mir einen schönen Holzhäcksler bestellt im Internet. Soll man auch nicht. Kauft bloß nicht im Internet, Leute. Schon gar nicht irgendwas Teures. Geht nur schief. Ach, ich wollte mir den noch leihen. Ja, ich repariere den. Ich glaube, das mache ich auch, mache ich klar mit dem Holzhäcksler. Vielleicht einfach, um hier ein bisschen nötigen Handlungsdruck zu erzeugen, ist ein Hecht, Holzhäcksler, Benzinmotor. Und mein Verdacht ist, die Häckseltrommel, also diese Messerwalze, die klemmt. Aber wir wollten uns PageSpeed angucken. Genau. Ja, ist auch immer im Internet, muss immer warten im Internet. Ja, wird durchgeführt, wartest du, kommst zum Balken. Du kannst ja mal eine Prognose abgeben. Ja, ich sag mal WordPress-Website. WordPress-Website mit Elementor. Gelb irgendwas. knapp nicht gelb. Desktop ist okay, aber das Desktop interessiert ja eigentlich auch PageSpeed-mäßig kaum noch jemanden. Mobile ist ja the thing, oder? Inzwischen ist nur noch der Mobile-Bot unterwegs. Also, ne, das, was dann von Google auf die eigene Website kommt, um das zu lesen und interpretieren für die Indexierung, so. Das ist nur noch mobil. Man sieht es selbst, wenn man die Search-Konsole aktiviert hat. Also ein kostenloses Google-Tool. Und wenn man da einmal die Verifizierung durchgeführt hat, dann kann man sehen, welcher Bot da war und wann er da war und was er liest und interpretiert. Also kurz mal am Rande erwähnt. Ach, komm mal, du hast sie auf. Ich habe sie mal schnell aufgemacht, weil ich weiß gar nicht, ob wir sie schon mal thematisiert haben oder mal gezeigt haben in einer Sprechstunde. Das ist wirklich ein Essential, wie man so schön sagt. Ja. No-Brainer. Eine low-hanging fruit, die man cherry-picking-mäßig mal graben kann. PageSpeed Insights einerseits, Search Console
Haben wir neulich, haben wir das zusammen haben wir uns angehört, wie ein Native Speaker, console, sagt man, in British English. Und da kriegst du wirklich wertvolle Informationen, völlig umsonst, also nein, gratis, nicht umsonst. Und das ist neu hier, diese Insights, ne? Mal so ein bisschen kompakter oder vielleicht sehr kompakt, was für Suchbegriffe zu Ergebnissen führen und zu wie viel Klicks. Du bist gerade in der Beta. Ich bin voll in der Beta. Das ist nur die Insights. Ja, das ist neu. Okay. Das ist mir neulich schon über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier auch irgendwo in der Navigation bekommt. Aber hier, das ist jetzt nicht die Seite. Also wir können nicht auf fremde Websites zugreifen. Man muss sich verifizieren für die eigene. Ich habe jetzt mal unsere widgetl.de genommen. Und da kann man dann eben sehen, die Leistung, die Abdeckung, ob man eine Sitemap eingereicht hat, so ein paar Tools, ob man mit Rich Snippets gesegnet wurde. Verlinkung ist sogar drin. Ist auch ganz interessant, welche Seiten verlinken wohin. Also wenn ihr euch mit eurer Website beschäftigt, eine der ersten Anlaufstellen, würde ich sagen. Ne? Die Search Console. Ja, tatsächlich muss ich auch sagen, dass die Links in der Search Console viel besser zu überwachen sind. Also es gibt ja SEO-Tools, wo du Link-Building auch mit kontrollieren kannst. Mhm. Aber wenn du an dem Prozess angekommen bist, dass deine Website querverlinkt werden soll und du deine Strategie fährst, dann schau dir die Links über die Search Console an, weil kein anderes SEO-Tool kann dir das so gut ausgeben. Ja. Was mich total beruhigt jetzt gerade, ist, dass das Telefonbuch uns verlinkt, ausreichend. Ich glaube, das Telefonbuch ist echt eine wichtige Seite im Internet. Nicht? Bestimmt. ja, also super nützlich. Ich gucke da, ganz ehrlich, guck viel zu selten rein. Eigentlich kann man da sich zur Routine machen, einmal die Woche da so einen Check zu machen und ein bisschen durchzugehen und zu schauen, auch was im Index passiert. Ne? Also das sind so Dinge, du hast halt hier eine Seite, die dann offenbar blockiert ist. Wie kommt das? Gehst du dem nach? Kannst du sagen, ja, wollten wir auch blockieren? Hat es eine Ordnung oder wollten wir nicht blockieren? Guck mal da oben. Das ist das, was ich gesagt hatte. Quelle Smartphone und zuletzt aktualisiert. Also ja. Der Smartphone-Bot quasi war da. Und das war gestern. Gestern, 29.03. Ja, richtig, genau. Und der Smartphone-Bot ist quasi der Hauptcrawler. Das steht hier halt. Ne? Das ist das, was Google als Hauptinstrument nutzt. Wie kamen wir jetzt auf die Search Console? Wir kamen über die PageSpeed Insights. Vielleicht nochmal so ein bisschen zur Erläuterung. Wir haben schon so eine Art WordPress allergische Reaktion, weil WordPress eben sehr oft sehr überfrachtet wird mit Plugins, mit Themes, mit allem möglichen Gelöt und das sich negativ auf diese Performance auswirkt. Erlaubst du mir, dass ich einmal kurz ein bisschen angebe mit unserer Seite, Merle? Ja, klar. Ich hoffe, das funktioniert. Also, dieses Widgetl, das kennst du auch, ne? Widgetl.de. Hast du mal in letzter Zeit PageSpeed Insights gecheckt? Nee. Du, mit den eigenen Seiten ist man doch immer sehr nachlässig. Ja kann man sagen. Ne? Ist halt 8,93. So die 7 Punkte, die haben wir uns einfach mal gespart. Bin selber überrascht. Wir haben relativ viel Bildmaterial auf unserer Startseite. Wir haben jetzt auch nicht so mega viel getan, um den PageSpeed nach oben zu treiben. Irgendwie ist es gelungen. Ich glaube, wir haben einfach einen sauberen Code, wir haben optimierte Grafiken, wir haben einen schnellen Server. Das sind so ein paar Basics. Das Einzige, was hier angemäkelt wird, ist der Largest Contentful Paint. Ja. Weiß sowieso keiner, was das genau bedeutet. kann man ignorieren. Du weißt das wahrscheinlich, ne? Ja. Ich glaube, es ist die Dauer, bis es komplett der Content aufgebaut ist. Ne? First Contentful Paint ist das. Ja, nee, zuerst. Ich glaube, das ist noch so eine Zwischenstufe. Ach so. Wie auch immer,
Wir sind ziemlich grün und wir sind im Desktop-Bereich, sind wir auf 100. Ja. Komm zurück zur anderen Website. Ja, folgt mal Immobilien. Macht die Seite schneller, macht sie lockerer, spart ein bisschen hier, spart ein bisschen da. Überarbeitet eure Navigation. Mehr Content rein. Mehr Content, mehr Text. Merle sagt, mehr Text. Mehr Text und mehr Gesicht. Ja? Ja, also es ist ja schön, dass da viele Häuser abgebildet sind. Man weiß, worum es geht. Aber wenn ich mit Immobilien zu tun haben möchte, einen Makler suche oder auch ja, sonstiges für Kapitalanlagen und so, dann möchte ich schon eine vertrauenswürdige Person. Und das in einem Bild zu zeigen, wer dahinter steckt, wäre doch gar nicht schlecht. Also ich weiß, dass es beim Kontaktformular irgendwo war. Da war ein Bild von einem Menschen. Das ist Michael Volkmar. Und weiß nicht, dem kann man doch mal eine Immobilie anvertrauen. Aber das kann man vielleicht ja auch vorne zeigen. Ne? Kann man auf der Startseite mal zeigen, ja. Michael, zeig dich mehr. Also kannst ruhig angezogen bleiben, aber zeigefreudiger werden. Ich weiß, es geht vielen so, ne? Dieses sich selber im Netz vermarkten ist natürlich auch immer so eine Gratwanderung. Aber das, was du sagst, die Menschen wollen halt mit anderen Menschen Geschäfte machen und muss man die halt mal zeigen. Ich finde, das ist jetzt keine völlig schlechte Seite, aber man kann viel besser machen. Ja, wir sind nicht auf den Seitentitel eingegangen, ne? Also das ist immer während bei uns, dass der Seitentitel nicht vernünftig ist und das auch hier der Fall, würde ich sagen. Der Seitentitel. Das könnte man hier vielleicht noch erwähnen. Ja, und das können wir vielleicht nochmal zeigen. Volkmar Immobilien hier im Suchergebnis. Auch kein anständiges Snippet, ne? Genau. Keine Meta-Description offenbar gesetzt. Ich schmeiße jetzt die Seite nochmal ganz kurz, wenn du gestattest, in unsere Widget-Tools, weil das nochmal so ein bisschen überprüft, so ein paar unsichtbare Dinge, die aber dann doch relativ entscheidend sind für eine Auffindbarkeit und auch für eine Website-Qualität. Bei E-Commerce, das dauert das auch immer ein bisschen lange bei uns, ne? Da müssen wir vielleicht nochmal eine Speed-Optimierung herbeiführen. 14 URLs, aber immerhin ist eine Sitemap da. 14 URLs sind da drin. Du, das sieht alles eigentlich ganz geschmeidig aus. Kein Pfaff-Icon, das stimmt nicht. Nee. Das ist da. Da scheint irgendwas bei uns falsch zu sein. Touch-Icon. Oh ja. Wir haben also auch schön, dass das bestätigt wird. Ne? Von der Sichtkontrolle her, zu wenig Content, keine Überschriften, technische Kontrolle im HTML-Code, keine H1-Elemente, keine H2-Elemente, weitere Überschriften, also quasi ab H4 angefangen. Ja. Ja, und das ist cool, dass es das jetzt gerade zeigt, weil das ist der Content, ne? Und wo kann man, wenn man eine Website betreibt, gerade mit einem Content-Management-System wie WordPress, da kann man selber pflegen. Und dementsprechend habt ihr, also Website-Betreiber, da auch die meiste Möglichkeit mitzuwirken. Also gerne den Content mal anpassen und mit einer H1 starten, also die Hauptüberschrift. Die haben ja Lars und ich schon ganz zu Anfang vermisst. Und dann ganz hierarchisch hergehen und die weiteren Überschriften so definieren. Aber dafür muss auch erstmal Text her. Ja. Man könnte fast sagen, jeder ist seines Rankings Schmied. Zumindest wenn man so ein System hat, in dem man Inhalt einstellen kann, wie Merle gerade beschreibt. Wenn natürlich das Theme oder das, die Rahmenbedingungen das gar nicht so hergeben, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig mit dem Content pflegen auf die richtige Art und Weise. Aber probiert es einfach oder tretet eurer Agentur in den Hintern, dass sie das dann entsprechend machen. Ja, ansonsten sind Webfonts integriert. Das ist vielleicht noch eine mäßig relevante Information. Nächste Seite.
Ja, ich habe gerade gedacht, wir erzählen nochmal was zu Widgeted Tools. Hast du gedacht, ja. Personen, die unser Format schon länger verfolgen, die wissen schon inzwischen, was das ist. Aber kurz erwähnt, es prüft die wichtigsten Kriterien, die für eine gute Website-Qualität und für eine SEO da sind. Und ziemlich easy dargestellt in so einem 3- oder 4-Farbsystem. Rot ist schlecht, gelb ist okay und grün ist gut. Also ja, wir können natürlich mit einem Scrollen schon mal sehen, ist das hauptsächlich grün oder ist es hauptsächlich rot, um da erstmal schon mal eine Erstaufnahme zu machen. Witzig, weil ich vorhin mit einem Kunden gesprochen habe, dem ich erklärt habe, dass wenn wir Marketing machen, dann bauen wir so Reports, Dashboards, wir haben Kennzahlen, die wir dann darstellen, und er meinte, oh, das reicht mir, wenn er zeigt, ob es rot oder grün ist. Das ist halt wirklich dieses Ampeldenken und gerade so Management, Summary, jemand möchte einfach nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Ich habe dann erwidert, ja, dann machen wir das halt mit Paint und dann schicken wir einmal im Monat halt einen roten Bubble und einen grünen. Das hier ist ein bisschen komplexer, ne? Also diese Farbgebung, da haben wir uns schon ein bisschen mehr dabei gedacht, und das Blaue zum Beispiel heißt einfach, dass es rein informativ ist. Aber ja, ich finde auch, man kann auch, also korrigiert uns gerne, schreibt uns das auch gerne mal, wenn ihr findet, dass die Widgeted Tools echt überhaupt nicht gut bedienbar sind. Wir arbeiten nämlich gerade an dem nächsten Ding und wollen die nochmal verbessern. Und dann hilft uns das, wenn ihr sagt, da gibt es eine Menge zu verbessern. Oder wenn ihr sagt, lass das bloß alles so. Auch eine interessante Information. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal eine andere Domain getestet. Das wissen viele nicht, das wäre auch noch mal so ein Tipp von mir. Viele nicht wissen, ist, dass wir jeden Check speichern. Der kriegt eine individuelle ID. Das heißt, wir können auch eine Historie ablesen. Das heißt, wenn ihr dann regelmäßig eure Website testen lasst und euch die URLs merkt, könnt ihr anhand dieser ID quasi eine Historie ablesen, ob ihr irgendwas verbessert habt und ob mehr Grün da ist. Man greift dann quasi auf den historischen Datenbestand einmal zurück. Das haben wir nicht so deutlich gemacht, das muss man halt, ist mehr so ein Easter Egg. So, jetzt die nächste Seite, Merle, sag mal. Nächste. Ja. Also, Volkmar Immobilien aus Beutzenburg. In Schulnoten würde ich mal eine 3- vergeben. Gehst du damit? Das ist aber noch nett. Das ist noch nett, ne? Hm. Ich wäre ein bisschen strenger. Du wärst, ja. Weißt du, wenn du erstmal in mein Alter kommst, Merle, dann wirst du wohlwollender auch. Ja. Dann bist du auch nicht mehr. Ich habe ja schon gesagt, das mit dem Internet. Dann guckst du da nicht mehr so genau hin. Jetzt kommen wir auf etwas, was mich doch ein bisschen irritiert. Longmar.coach. Und hier bin ich hängen geblieben. Also erstmal ist die so ganz, ganz ansprechend gemacht. Aber was mich irritiert hat, will ich kurz zeigen. Erstmal Slideshows. Bitte lass das mit den Slideshows doch endlich mal bleiben. Ich will doch einfach mal hier in Ruhe das angucken. Slideshows sind ein Usability-Fail, aus meiner Sicht, mittlerweile. Es gibt eigentlich kaum noch Gründe, warum man das macht. Aber hier, das ist quasi Realsatire. Man sieht den Gaul, der Mensch im Fokus. Fällt dir das auch auf? Also tut mir leid, wenn ich das jetzt Gaul nenne. Das ist ein wunderschönes Pferd, ganz ehrlich. Also ich habe ja Töchter, die auch pferdeaffin sind. Tolle Bilder, tolle Aufnahmen. Aber wenn ich schreibe, der Mensch im Fokus, verdammt nochmal, will ich doch kein Pferd sehen. Das stimmt. Geht nur mir nicht so, ne? Also teilst du die Ansicht? Nee, teile ich genauso. Gut. Bin ich noch nicht drüber gefallen. Ich war schon ein bisschen weiter runtergescrollt. Du hast schon runtergescrollt. Ja, das ist ja die Krux, ne? Ich gucke mir keine Slider an. Deswegen kann man sich einen Slider ja sparen. Amen, Schwester. Richtig. Wir scrollen immer. Wir sind halt auch nicht
das muss man immer dazu sagen, wir gucken uns mit kritischem Auge Seiten an. Wir sind, glaube ich, die übelsten User, die sich jetzt gerade so eine Logmar-Coach vorstellen kann. Wir gucken natürlich nicht so wie die allermeisten. Dennoch glaube ich, dass wir uns so empathisch, wie wir beide sind, ja in User hineinversetzen können. Und ich hätte auch schnell weggescrollt für dieser Slideshow. Sie läuft zu schnell, sie ist unruhig. Sie ist ästhetisch, aber sie bringt nichts. Wo bist du denn hängen geblieben beim Scrollen? Ja, ich bin da hängen geblieben, wo eigentlich dein Part ist. Also schon der erste Textabsatz und diese Punkte. Hier? Ja. Das ist schon, also so wie der Text auch aufgebaut ist, dass er mittig steht. Boah. Er ist ja noch nicht mal anständig zentriert. Ja, bei mir sieht es also anders aus. Sehe ich jetzt zumindest. Bei dir ist ein bisschen verschoben zur rechten Seite. Genau. Und es ist immer schlecht. Also, auch im übertragenen Sinne. Zur rechten Seite sollte man sich möglichst nicht unbedingt zu sehr verschieben. Ich finde es grausig. Ich ganz ehrlich, ich finde diese Aufzählungsform grausig. Tut mir leid, wenn ich das so hart sagen muss. Ich möchte vernünftige Sätze oder ich habe Listenpunkte und Listenpunkte sind linksbündig und die zählen dann auch schlagwortartig auf. Das ist halt so eine Mischlösung. Geht gar nicht. Was ich grandios finde, obwohl ich Tennis hasse, ist ein Zitat von Andre Agassi einfließen zu lassen. Ein großartiger Coach kann dich an einen Ort bringen, an den du ihn nicht mehr brauchst. Ich finde es total verrückt, weil es hat irgendwie was in der Art von mit Pferden zu tun. Dann ist da ein Goldfisch im Hintergrund. Und es geht, also es ist hier ein Tennisspieler erwähnt. Ich kann es noch nicht greifen, worum es geht. Ich schon. Ja. Ist vielleicht auch, weil ich in einer tennisaffinen Familie aufgewachsen bin und ich immer das schwarze Tennisschaf war. Aber ich habe sehr genau hingeschaut bei Andre Agassi. Und jetzt mach mal bitte Folgendes. Vergleich mal die Frisur von Andre Agassi hier mit der Frisur von dem Pferd. Ist eine gewisse Analogie. Deshalb passt das. Hat doch eine Glatze, oder nicht? Ja. Früher aber nicht. Ach so, ja gut. In den 90ern, wir gucken mal nach. Andre Agassi mit Haare. und es ist, so kennen ihn jetzt vielleicht Leute, die jüngeren Datums sind. Das ist der Andre Agassi, den ich kenne. Und ich finde, es hat was Pferdeartiges. Ja, da hast du recht. So kannte ich den noch nicht. Jetzt mal dein Urteil. Welcher Andre Agassi wäre dir jetzt lieber? Oh, da möchte ich mich nicht äußern. Gut. ja. Ich finde das Zitat auch prima. Ich finde es gut. Also das ist ein kluger Satz. Was ich nicht gut finde, ist, das ihn groß zu schreiben. Ansonsten ist das prima. Das mit dem Goldfisch, das ist abgenuckelt. Ne? Bitte auch jetzt mal aus der Bildsprache heraus. Goldfische, die aus ihrem Glas herausspringen, um in das nächstgrößere Glas hineinzuspringen. Ich glaube, ich weiß, was damit ausgedrückt werden soll. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Goldfisch, der das jemals gemacht hat. Nee. Und hier ist er auch noch pink. Merle, vielleicht ist es das. Pinke Goldfische. Frag mich allerdings, warum sie dann Goldfische heißen und nicht Pinkfische. Springen möglicherweise aus Gläsern, wenn sie anständig gecoacht werden. Ich möchte was Positives sagen. Ja. Ich finde es super, dass hier ein
Bild der Coachin abgebildet ist. Ja. Das finde ich auch. Und da steht ein Text. Ja. Und den kann man anständig lesen. Dr. Renat Katrin Klimt kommt aus Erding. Hohoho. Katrin hat schon wieder einen kleinen halben Pluspunkt gekriegt von mir. obwohl das Erdinger jetzt nicht mein Lieblingsbier ist, natürlich. Aber München, Erding, Ebersberg, sagt mir jetzt nichts. Finde ich gut. Beim Coaching will man wissen, definitiv wissen, mit wem man es zu tun hat. Mhm. Und das ist ein guter Aufschlag. Tag Clouds im Hintergrund, bitte nein. Also weder kann man es lesen, noch sind Tag Clouds irgendwie 2022. Mhm. Also diese Begriffswolke hier. Das Albert Einstein-Zitat finde ich jetzt, das ist Geschmackssache, ne? Manche finden das klug, weil es stimmt ja. Immer wieder dieselbe Seite ins Netz zu stellen und zu glauben, dass sie dann auf Platz 1 rankt, ist Wahnsinn. Aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, aber ich habe das schon zu oft gelesen von dem Albert Einstein. Mhm. Oh, jetzt kommt Text. Darunter kommt Text. Da bin ich ja wieder glückselig jetzt. Es wird eine Frage gestellt in der Überschrift, die dann beantwortet wird. Mhm. Fragen sind fürs Suchergebnis, für die Suchmaschinenoptimierung super gut inzwischen. Na, also wir müssen davon ausgehen, dass Personen komplette Fragesätze in die Suche eingeben oder auch per Sprachsuche suchen. Und da spricht man ja nicht nur Wortfetzen in diese Suche rein, sondern wirklich ganze Fragen und darauf ist es ausgerichtet. Ja. Die Seite rankt jetzt da nicht, aber das mag vielleicht auch an der Auszeichnung liegen. Das ist eine H2, sehr gut. Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eine sehr populäre Frage ist. Ne? Genau. Systemisches Coaching. Wie viel Wettbewerb ist da? Ja. Wie lange gibt es diesen Text schon? Das muss natürlich alles abgewägt werden. Aber wenn Katrin war es, ne? Nee, Karin. Mhm. Wenn Karin eine Ambition hat, über diese Frage auf Seite 1 zu ranken, dann muss sie ein bisschen mehr tun. Mhm. Vielleicht noch eine Landingpage dazu bauen oder eine Unterseite, die gerade diese Frage noch ein paar Mal häufiger beantwortet und ein bisschen näher noch drauf eingeht. Mhm. Was mir hier auffällt ist, und das ist ja auch ein Ranking-Kriterium, wie gut schafft es meine Startseite zum Beispiel oder überhaupt eine Landeseite, mich in die Website hineinzuziehen. Also klicke ich auf den nächsten Link, klicke ich weiter, beschäftige ich mich mit dem Content. Es sind kaum Call to Actions, kaum Hinweise, also weder optischer noch verbaler Natur, die mich motivieren. Also ich sehe hier beispielsweise eine Überschrift in einer bestimmten Farbe. Die kann ich nicht klicken. Und jetzt sehe ich hier einen Begriff digitale Transformation, auch in einer ähnlichen Farbe, ist unterstrichen. Das ist schon ein Ansatz von Indikator, dass es ein Link sein könnte. Aber was man heute häufig sieht, auch gerade für Touch-Bedienung wichtig, Flächen zu schaffen. Ne? Also Buttons oder sogenannte Ghost-Buttons, wo einfach nur der Rahmen da ist. Aber irgendetwas, was mich erkennen lässt, okay, hier bitte drauf fassen und gleichzeitig die Aufforderung, mehr zur digitalen Transformation. Digitale Transformation erleben. Hier klicken würde ich nicht machen, aber so etwas, was mich irgendwie verleitet, das anzuklicken. Und es ist sehr dezent, es ist jetzt so fast hanseatisch von der Verlinkung her. Kann man ein bisschen offensiver machen. Ganz unten hat sie einen Button. Wo denn? Ja, ist bei dir aus dem Bild heraus. Wie kommt denn das, dass ich hier so wenig... Ich muss nochmal neu laden. Nee. Das ist ja auch interessant. Ist die Seite... Hast du sie im Chrome oder im Firefox? Ich habe sie im Chrome. Ah, siehst du wohl. Da haben wir doch das nächste potenzielle Problem. Browser-Kompatibilität. Und du hast eine größere Auflösung als ich? Nee, vermutlich eher eine kleinere.
Guck mal hier, ne? Da geht's auch. Ah. Überlagerung von Inhalten. Oh, ich habe es gerade mal mit dem Safari geöffnet. Mhm. Da ist das Logo riesig. Nee, da liegt irgendwas noch oben in der Navigation. Oh, da muss man sich, also Karin, lass da noch mal jemanden drauf gucken. Ja. Und wähle nicht nach Haarfrisur aus, sondern nach Webkompetenz. Das führt auch häufig dazu, dass wir dann gefragt werden, weil also mit Haarfrisur kennen wir uns auch nicht so aus. Sieht man ja. Zumindest bei mir. War schon mal schlimmer bei dir. Ja, ich weiß. Ich arbeite wieder dran. So, ich gucke mir nochmal den Quellcode an. Ist auch wieder WordPress. Mhm. Wir sparen uns mal den PageSpeed-Check. Oder wollen wir das mal direkt vergleichen? Ja, lass mal schauen. Wollen wir doch und mal dann gucken? Reden wir über den Seitentitel. Super gut. Ja? Ich frage mich, ob Karin schon mal eine Ausgabe von uns gesehen hat. Ich möchte auch auf keinen Fall, dass Karin weinend zu ihrem Pferd geht und sagt, ja, wir haben uns so durchbeleidigt. Das haben wir auch nicht vorher weggesteckt. Wir sind einfach dann auch ein bisschen böse mit so. Sonst wäre es ja auch langweilig, wenn wir nichts finden würden. Wir finden fast immer was. Und dann äußern wir das auf eine etwas spitzere Art und Weise. Hohoho! 82 mobil, 98 Karin, das ist ein schneller Gaul, den du da reitest. Super. Und du wolltest auf den Seitentitel eingehen. Ja, guck ihn dir an. Zucker. Systemisches Coaching München. Life and Business Longmar. Sehr gut. Ist gut. Wichtigste Keywords vorne. Sogar auch Lokalisierung, also München. Jemand, der dann in München nach einem systemischen Coaching sucht, wird bestimmt Karin finden. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Lässt sich immer ein bisschen schwierig simulieren, ne? Weil wir nun mal nicht in München sind. Für alle, die es nicht wissen, wir sitzen in Kiel. Das ist quasi die Antithese zu München. Nicht nur geografisch. Karin hat einen Blog. Longmar hat einen Blog. Das ist, und das deutet jetzt wirklich darauf hin, und das wird aktivst gepflegt. Ja, also hier ist häufig Inhalt. Ich würde einfach mal tippen, dass die Seite sehr neu ist. Aber auf Englisch. Das widerspricht diesen Sprachdaten. Okay, ich biege mal kurz ab. Man kann im Quelltext sehen, dass hier eine deutsche Sprachauszeichnung ist. Das bedeutet, man signalisiert dem Bot beispielsweise, dass der Content, der jetzt kommt, deutsch ist. Somit kann der Bot in die deutsche Bibliothek gehen und da das Ganze zuordnen, was er da liest. Wenn jetzt aber im Blog eine andere Sprache gesprochen wird oder geschrieben wird, dann wäre besser, das auch im Quelltext auszuzeichnen. Also spricht eigentlich gar nichts dagegen, ne? Außer Karin hat jetzt eigentlich nur Kunden, die auch deutschsprachig sind und das präferieren so. Aber gegen eine weitere Sprachvariante spricht er erstmal gar nichts. Nein, ich wollte genau das sagen. Also Mehrsprachigkeit ist erstmal ein totales Qualitätsmerkmal, ne? Wenn das Unternehmen, die Personen dazu in der Lage sind, Deutsch und Englischen Content zu produzieren. Und das erleben wir ja tagtäglich, dass das ist nicht so leicht, das gut zu machen. Aber hier ist natürlich das sehr unvermittelt und, wie du sagst, auch nicht für Maschinen einfach zu erkennen. Also ich glaube, eine englische Sprachversion oder englischer Content, der fälschlicherweise als Deutsch gekennzeichnet ist, das kriegt ein Bot noch einigermaßen klar. Aber bei exotischeren Sprachen, also nehmen wir mal Dänisch, wenn ich jetzt anfange, dänischen Content auf meiner deutschen Seite einzupflegen, vielleicht habe ich eine dänische Zielgruppe, aber ein Bot tut sich da möglicherweise schwerer. Vielleicht ein kleiner Tooltip am Rande, was Mehrsprachigkeit angeht, wenn ihr da
nicht so fit seid, lasst euch helfen von DeepL. Ich bevorzuge den mittlerweile als Übersetzer und habe da schon erstaunliche Sachen gesehen. Tatsächlich sogar so, dass man einen fehlerbehafteten deutschen Text auf Englisch übersetzen lässt und wieder zurück. Und der deutsche Text ist auf einmal besser als vorher. Also KI lässt grüßen und das ist cool. Und als kleine Sneak, wir haben ein Landingpage-Generator-Produkt in der Mache, die Widgetable Page. Und wir haben die unlängst an diese Übersetzungs-API angebunden von DeepL. Das heißt, wenn ihr bei uns eine Landingpage mehrsprachig produzieren lassen wollt, dann kann das System von alleine. Ob das ein guter dänischer, englischer, was auch immer Text ist, müssen andere beurteilen. Aber wir können quasi den Content an DeepL schicken und zurück übersetzen und dann direkt in der Landeseite ausgeben lassen. Ja, Übersetzung. Aber ich bin bei dir, Merle. Ich in dieser Situation hier im Blog finde ich es wirklich ein bisschen wie Copy-Paste von woanders. Ne? Also ist das wirklich der authentische Inhalt von Logmar? Ja, es wirkt irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Mhm. Du hattest das Fragenthema, das ist top. Sehr viel Fragen und Inhalt. Der einzige Wunsch wäre, konsequent Fragezeichen zu nutzen, wenn es Fragen sind. Mhm. Aber das ist gut. Sind Akkordeons problematisch? Kriegt Google klar, ne? Inzwischen ja. Mhm. Also auch so mit Querverlinkung im Text, super. Mhm. Ja, hier auch mal, ne? Terminvereinbarung. Gut, da kommt der Call to Action, ne? Das ist so, jetzt mach mal. Hast du jetzt hier ganz viel gelesen, jetzt buch mich auch mal. Nicht zu schüchtern sein. Ich würde das auch auf der Startseite noch akzentuieren. Aber hier ist es, unverbindliches Kennenlernen, ne? War das, ist das der Button, den ich jetzt auf meiner Auflösung in meinem Browser nicht sehen kann? Nee, da waren noch Fragen, glaube ich. Ach so. Also fand ich ganz sympathisch eigentlich. Mhm. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas, was dir auffällt an den Seiten? Ja, ich habe mir natürlich ein bisschen tiefer gesneakt schon. Mhm. Die Bilder, ne? Mhm. Da gibt es ein paar Bilder, die sind richtig gut benannt auf der Startseite. Mhm. Und zwar Führungskräfte-entwicklung.jpg, systemischer-coach.jpg, Sprung ins Leben. Mhm, gut, okay, muss man drüber reden, aber sie sind benannt. Und du meinst das die häufig, im Hintergrund liegen? Ich weiß nicht ganz genau, welche es sind. Und das ist auch quasi ein SEO-Kriterium, ne, wenn man für die Suchmaschine gefunden werden möchte. Und für die Suchmaschine optimiert, gehören auch die Bilder dazu. Und dann lädt man nicht Dateien hoch, die aus einer Zahlenfolge stehen oder einer kryptischen Buchstabenfolge, sondern dann verwenden wir auch unsere Keywords. Und das fängt schon an bei der Dateibenennung. Und geht noch über weitere Kriterien. Aber bitte benennt eure Dateien schon mal gut und dann ladet sie bei euch hoch und dann habt ihr schon mal den ersten Schritt gemacht. Und Karin hat es auch gemacht. Ich habe mal Sprung ins Leben, das hat mich interessiert und es ist tatsächlich dieses Hintergrundbild von dem Pinkfish. Scheint so eine Schmonzette auf Dreisatz zu sein. Auch das... Ab und zu mal checken, ne? Doppeldeutigkeiten gerade bei solchen Begrifflichkeiten, das ist natürlich total irreführend. Also ist jetzt bei einem Bildnamen nicht super dramatisch, aber wenn ihr bestimmte Auszeichnungen, Überschriften, Textelemente, Titel, Seitentitel vergebt, Google die mal und guck mal, was da kommt. Es gibt halt manchmal Sachen, der heißt halt vielleicht auch ein weniger seriöser Film. So.
Ich habe mal in einem Meeting erlebt, dass irgendjemand sagte, ja, alles kann, nichts muss. Und wenn man alles kann, nichts muss googelt, dann kommt man eher auf Swinger-Seiten. Das ist nämlich das Lebensmotto der Swinger. So, also Vorsicht mit Phrasen. Vorsicht mit Phrasen. Schön. Also, mein Fazit, sehr ambivalent. Einiges falsch gemacht. Einiges haben wir jetzt vielleicht auch überdramatisiert und auch einiges sehr richtig gemacht. Meine Vermutung wäre, dass Longmar.coach quasi noch, wenn es ein bisschen gecoacht wird, richtig Potenzial hat. Ja. Ich finde auch die Top-Level-Domain cool, ne? Ist modern. Ja, ja. Dass da eine Punkt-Coach steht, ja, und nicht eine Punkt.de oder eine .com oder das, was üblich ist sonst. Ja. Ja, stimmt, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Also Domainnamen sind natürlich auch essentiell und wenn man sich das gut merken kann, hilft das. Wenn ein Keyword drin vorkommt und wenn die Top-Level-Domain sogar das Coach trägt, das hat natürlich Impact, ne? Wobei man gar nicht so sicher ist, wie stark wird das schon gewichtet. Aber die Perspektive, glaube ich, ist schon so, dass diese neuen generischen Top-Level-Domains, dass die auch als Ranking-Faktor anzusehen sind. Zumindest auf Dauer, wenn noch mehr Websites da sind und dieser Namensraum wieder enger geworden ist, dort drückt man ja auch schon etwas aus. Ich könnte mir auch vorstellen, unsere erste Seite, ne? Es gibt auch Immobilien, glaube ich, oder immo.immo gibt es irgendwie Top-Level-Domain. Genau. Macht euch kundig, ne? Und sichert euch das vielleicht auch wenn ihr das im ersten Step noch nicht einsetzt, aber irgendwann ist jemand anders da und holt sich das. Das führt mich zu etwas, was vielleicht hier gar nicht so schlecht passt. Wir haben ja auch eine Domain, mehrere, zum Beispiel widgetal.academy. Widgetal.academy leitet dann um, auch eine Technik, ne? Also wenn man nicht zu viele einzelne Websites bauen möchte, man kann eben einen Redirect machen, hier bei uns auf die Academy-Seite. Und wenn euch das interessiert, was wir hier so sabbeln, ein bisschen auf ernster interessiert und ihr was lernen wollt, dann schaut euch diese Seite mal an. Wir machen das auch in so Workshop-Formaten und vermitteln dann das Wissen, das wir über solche Website-Optimierung, Suchmaschinen, Social Media etc. haben. Und was völlig oldschool ist, aber echt gut, ist unser Newsletter. Kriegt ihr nämlich Bescheid, wenn wieder eine Veranstaltung stattfindet. Könnt ihr auch mal eine E-Mail-Adresse eintragen. E-Mail-Adresse ist das mit dem Ad-Zeichen. Für alle, die unter 20 sind, habt ihr irgendwann mal eingerichtet, wenn ihr euer Smartphone aktiviert. Für alle, die schon ein bisschen älter sind, keine Sorge, wir schicken nicht jeden Tag Spam. Ich habe gehört, die E-Mail kommt wieder. E-Mail also ist Newsletter. sowas von Renaissance-verdächtig. Ich glaube an die E-Mail. So, jetzt hätten wir noch eine Seite. Aber wir haben keine Zeit mehr. Was für ein Jammer. Und diese Seite wurde eingereicht von Corinna und es tut mir total leid. Ich weiß gar nicht, ob sie zuschaut. Wenn sie zuschaut, wir haben unser Bestes gegeben, aber wir haben uns ein bisschen versabbelt. Sie ist leider wirklich da. Oh. Wir nehmen lieber nächste Ausgabe widmen wir uns richtig intensiv. Pass mal auf, wir machen folgenden Deal. Weil die Seite scheint mir auch umfassend zu sein. Mhm. Und wir versprechen jetzt mal hier in die Hand, dass wir das dann als einzige Seite. Weil eine ganze Stunde lang widmen wir uns. Eine Stunde. Ja. Ja. Dann pflücken wir mal richtig alles auseinander. Das ist auch, kann auch mal interessant sein. Sonst kratzen wir an der Oberfläche, ne? Das ist ja immer der Spagat zwischen, ja, wir wollen auch ein bisschen Wissen weitergeben. Wir müssen auch was Lustiges erzählen. Wir müssen ein bisschen böse sein. Wir müssen ein bisschen nett sein. So, halbe Stunde, nächstes. Das klingt ja, als wäre es geskriptet.
Corinna sagt, sie ist uns nicht böse. Nein, das kann sie auch gar nicht sein. Also doch, kann sie natürlich sein. Aber ich hätte darauf gebaut, dass sie verständnisvoll ist. Und wir machen das beim nächsten Mal. Und eine Stunde lang gehen wir richtig, machen wir einen Deep Dive. Ja. Cool. Schönes Ding. Heißt jetzt so, nicht, Leute, dass ihr kein... Ja, genau. Wir haben nämlich können ein paar mehr Tools vorstellen und so. Und heißt aber nicht, dass ihr keine Seiten einreichen dürft. Bitte macht das. Und bitte seid nicht traurig, wenn es ein bisschen dauert, bis wir die analysiert haben. Und bitte seid auch nicht traurig, wenn wir sie nicht gut finden. Genau. Das nächste Mal wissen wir leider noch nicht. Die Termine suchen wir uns immer relativ spontan, aber Ende des nächsten Monats. Ja, wann kommst du denn aus Hollywood wieder raus, Merle? Ich komme am Freitag aus Hollywood wieder raus. Ah ja. Ja. Interkontinentalflug ist auch schnell, ne? Ein bisschen Jetlag und dann bist du wieder voll im Einsatz. Genau. Kurze Frage noch, Corinna, haben wir deine E-Mail-Adresse? Sonst können wir dir Bescheid sagen wegen des Termins. Oder trag dich in den Newsletter ein. Via LinkedIn. Machen wir. Ich lade sie wieder ein. Gut. Ja, jetzt haben wir nur ein Bier gehabt. Es ist auch, also heute ist aber auch ein komischer Tag, ne? Ich habe noch nicht mal das komplette Bier ausgetrunken. Merle, die Regie hat nichts abgekriegt. Ich bin ganz tüdelig. Ich bin ganz durch den Wind. Das kommt, weil das hier alles so neu ist. Es ist, ich sag ja mit dem Internet. Mit dieser Remote-Situation. Das. Ich hoffe, nächstes Mal schaltet ihr wieder ein. Bleibt uns gewogen. Nehmt nicht alles so ernst, was wir erzählen. Und trinkt ihr einfach ein Bier für uns mit. Und passt es wieder. Und fürs nächste Mal wünscht sich Corinna eine Weinschorle von uns. Mainz lässt grüßen, sagt sie. Ja. Das war jetzt natürlich nochmal unter die Gürtellinie. Aber den Wink haben wir verstanden. Eine Weinschorle trinken wir nächstes Mal. Wir trinken Bier-Wein-Hybrid. Auch, komm, Corinna, weil du es bist, ich versuche zum nächsten Mal, erinnere mich bitte dran, Merle, ein Bier-Wein-Hybrid zu organisieren. Mhm. Den trinken wir euch dann vor und ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, Merle, für deine Zuschaltung. Danke dir, Lars.